Wissen Sie was? Dieses ganze Ausdiskutieren, dieses Einsicht zeigen, steht mir ehrlich gesagt bis hier. Wir waren nett zu Ihnen. Wir haben Tulpen besorgt. Wissen Sie, meine Frau verkauft mich als Gutmenschen. Aber in Wahrheit fehlt mir völlig die Geduld für diesen gefühlsduseligen Blödsinn. Ich bin ein richtig fieses, cholerisches Dreckschwein, okay? Sind wir alle? Nein, tut mir leid, sind wir nicht. Wir sind nicht alle fiese, cholerische Dreckschweine. Sie nicht, natürlich. Nein, ich nicht, Gott sei Dank. Nein, nicht du, Darjeeling. Nicht doch du. Du bist kultiviert. Hauptsache ist doch die Form zu wahren. Wieso bist du so aggressiv mir gegenüber? Ich bin nicht aggressiv, ich bin nur ehrlich. Oh doch, natürlich, du bist aggressiv. Weißt du was? Du wolltest dieses Kaffeekränzchen. Dazu hast du mich bequatscht. Ich hab dich bequatscht. Ja. Das ist so ekelhaft. Nein, gar nicht. Du trittst für zivilisierte Umgangsformen ein. Das finde ich wunderbar. Genau. Ich trete für zivilisierte Umgangsformen ein. Und ob, einer muss es immerhin tun. Aber du findest es besser, wenn man sich wie ein Dreckschwein aufführt? Das hat doch niemand. Diesen Vorwurf hat ihm keiner gemacht. Doch, Sie. Haben wir nicht. Was hätte ich machen sollen? Hätte ich Sie vielleicht verklagen sollen? Wäre es besser gewesen, nicht zu reden, Ihnen die Versicherung auf den Hals zu setzen, damit die Sie fertig machen? Hör auf, Penny! Womit? Du verlierst jede Verhältnismäßigkeit! Ist mir doch egal. Da will man diese Engstirnigkeit aufbrechen und was passiert? Man wird gedemütigt, steht völlig allein da. Ja, Walter. Ja, er verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Er steht überall. Ja, das sollen sie erst mal beweisen. Ja, klar. Ja, ich soll es beweisen. Ja, also aus meiner Sicht ist das Beste, was wir tun können, gar nichts. Wir werden allein geboren und sterben allein. Ausschluss. Wer will einen kleinen Scotch?